waren Sie das? Das möchte ich wissen. Spekulation. Ich nannte das Wort bereits. Und die halten Sie für unerlässlich? Natürlich. Ohne Spekulation gibt es keinen balancierten Markt. Sie wirkt ausgleichend, wie ein Pendel. Mit Ihrer Pendelspekulation haben Sie unser Land in die schlimmste Panik gestürzt. Sie haben die Börse zu einem großen nationalen Spielcasino gemacht und ein Drittel unserer Bürger zu Bettlern und Bankrotteuren. Sie wollen doch nicht im Ernst mich dafür verantwortlich machen, Senator Melotti. Ja, Sie und Ihre Hintermänner. Wir haben die Panik nicht verschuldet. Wir haben das Land groß gemacht. Wir haben ihm Ansehen verschafft in der Welt durch Spekulation. Ich behaupte hier, und das ist meine feste Überzeugung, dass Amerika nur durch Spekulation zu dem geworden ist, was es heute ist. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob dieser kühne, spekulative Geist erhalten bleibt.